So, willkommen zurück zu New Super Mario Bros. 2 für den Nintendo 3DS. Im heutigen Part wollen wir ein wenig die Starcoins suchen, bevor wir in die letzte Welt aufbrechen. Ich finde, die letzte Welt, die sollten wir schon machen, wenn wir komplett sind. So, hier fehlt uns Starcoin Nummer 2 und ich muss leider selber genau überlegen, wo alles war. Denn das Problem, was ich habe, ist, ich weiß gerade leider nicht mehr, wo alle waren. Das war dieses Level hier mit den Uhus, die sich von links nach rechts bewegt haben. Da frage ich mich aber, wo die zweite Starcoin sein soll. Da oben ist nichts. Gut. Wir gucken einmal kurz alles ab. Besser ist sicher als sicher. Obwohl, wir können eigentlich warten, bis die erste Starcoin kommt, ne? Ja, eigentlich ja. Ich meine, die kam ja, glaube ich, schon hier oben, ne? Irgendwo hier oben war es auf jeden Fall. Oder? Ja, hier. Gut, dann haben wir die erste Starcoin. Und dann sollten wir uns jetzt auf der Suche machen und darauf achten, wo wir die zweite haben. Und das ist echt eine gute Frage, denn ich habe gerade null Ahnung. So. Vielleicht hier? Das sage ich ja gerade nur so im Nebenbildschirm. Ah, nee. Das war Secret Exit, ne? Ich habe doch tatsächlich das Secret Exit gemacht, ohne dass ich es machen wollte. Ach, Wasser. Ach, das war... Mann. Ich sehe nur da oben die Ecke und denke mir so, da ist doch was. Und denke da nicht nach, dass es hier ein Secret Exit gab. Und... Ewola. Wir haben das Secret Exit wieder geholt. Aber so können wir ausgehen davon, dass beim Weg vom Secret Exit nichts ist. Also können wir uns das mal vom Vorteil nehmen. Die erste Starcoin haben wir auch schon gesehen, das heißt, ja, die wird irgendwo unterwegs sein. Dann wollen wir mal loslegen. Übrigens mag ich dieses Level sehr, weil die Idee cool ist. Ich weiß nicht, habe ich schon darüber gemeckert? Ah, dann tut es mir leid. Also momentan gefällt es mir sehr. Aber mir ist das ja so mit Level, ja. Es gibt echt eine Zeit, also... Eigentlich mag ich jedes Level, aber ich hasse auch jedes Level, weil es gibt manchmal echt eine Stelle, wo ich einfach verzweifle. Weil vielleicht irgendein Bug drin ist oder sonstiges. Ja. Und da kann man mich natürlich verstehen, hoffe ich. So, fahren wir hier runter? Nö. Schieben Sie mich, Alvando. Oh Gott, das sollte ich nicht machen, ne? Nö, das wäre fast fatal geworden. Also, sie hätte mich auf jeden Fall zerquetscht. So. Mal prüfen, ob das Fake ist. Wow. Da kam eine Wand ganz nah. Genau, da wollen wir nicht hoch. Sondern wir wollen gucken, ob wir hier irgendwo... was sehen, was so eine... Wandatmosphäre von sich gibt. Beziehungsweise heißt Wand, aber... Starcoin, wo ist... Da. Gut, das hat sich geklärt. Das hat sich geklärt. Da stellt sich ja nicht mehr die Frage, wo Starcoin ist. So, und da müsste theoretisch... Genau, die dritte war hier. So, die Wand kommt immer näher. Der Todfeind von uns. Und was haben wir da oben? Achso, die richtige Tür, denke ich mal. Oder die, die uns... nochmal Bonusraum gibt. Kamen hier nicht auch die Geister von der Seite? Oh nein! Die Wände gehen zu! Nein! Die Wände gehen zu! Ich habe keine Chance! So. Machen wir mal so. Und dann haben wir dieses Level doch zu 100% geschafft. Haben leider unseren Rekord von 138 Münzen nicht geschlagen. Denn wir haben nur 130. Schade aber auch. So, die nächste Starcoin, die gefehlt hat, war hier. Im Turm. Das war doch dieser Aufzugturm, ne? Da frage ich auch schon, wo der ist. Ja. Und ich hasse Aufzuglevel. Es gibt echt schöne Aufzuglevel, aber ich hasse sie. Sie sind unnötig und es sind einfach nur Scrolling-Level, die nach oben gehen und einfach nur sehr langsam sind. Wenn ich sage langsam,
Da meine ich langsam. Ich meine, guckt euch das mal an. So, was haben wir hier? Huch, der ging erst noch da. Aber da gibt es auch nur Münzen. So, wir müssen mal kurz drauf achten, wo die erste Starcoin war. Denn, ja, wenn wir wissen, wo die erste Starcoin war, können wir auch die nächsten finden. So, hier war die erste. Das heißt, ab sofort müssen wir Augen aufhaben, denn uns fehlt ja zum Glück die zweite. Wo ist eigentlich unsere Blume hin? Hatten wir nicht hier gerade noch eine Blume gesehen? Ich kann mir nicht entsinnen, dass hier eine Blume war. So, das haben wir doch schon nachgeguckt, ne? Da war nichts, oder? Nee, nicht, dass ich wüsste. Da wäre ich so enttäuscht, dass wir einen Mini-Pilz haben und, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Warum weiß ich das jetzt gerade nicht? Ja, echt, warum weiß ich das denn jetzt gerade nicht? Haben wir das... Das enttäuscht mich aber jetzt ein bisschen. Aber ich glaube, wir haben... Wir werden es merken. So. Dann müssen wir ein paar Leben holen. Und hier können wir uns was anderes holen. Genau, ein Stern. Doch, da ist eine blaue Röhre. Da ist eine blaue Röhre. Was hat es mit der blauen Röhre auf sich? Also hier ist erstmal nichts zu sehen. Warum ist hier eine blaue Röhre? Weil hier das Secret Exit ist. Ah! Was habe ich denn heute mit meinem Secret Exit hier? Das ist echt ekelhaft. Nebenbei will ich mal kurz erwähnen. Huch. Da ist das Kabel. Ich habe vielleicht kurz meine Maus gesehen, weil ich mit dem Kabel des DS auf das Touchpad gekommen bin. Mann. Ja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Danke, Touchpad, ich bin rausgekommen. Was habe ich denn heute mit den Secret Exits, ey? Ich sammle die ja nur ein. Wir sind hier die Secret Exit Erforscher. Und was gibt's noch? Exit? Exit Bikes, genau. So. Wenn wir so ein kleines Bike hätten, das wäre cool. Dann würden wir jemand. Ach, genau. Zack. Übrigens frage ich mich, diese Galumbas oder Grumbas oder whatever Bars. In welcher Hinsicht zu diesen Knochenschädeln stehen? Weil es hier muss ja irgendeinen triftigen Grund zu haben, dass, ja. Dass sie auf jeden Fall Knochenschädel tragen. Ich meine, hallo, es sind nicht umsonst die Knochengumbas. Also, was heißt Knochengumbas, aber. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. So. Hier war die erste Starcoin. Können wir so viel Feuer machen, wie wir wollen. Die ist standhaft. So. Mal kurz die beiden Pflanzen besiegen. Und dann frage ich mich immer noch, wo die Starcoin ist. Wenn sie wirklich nicht da rechts ist. Aber sie kann ja eigentlich als einziges logisches Mittel nur rechts sein. Oder? Desto länger ich überlege, desto mehr frage ich mich wirklich, wo sie ist. Hier können wir wieder Leben abfarmen zur Belohnung. Und ein Stern. So. Da möchte ich nicht reingehen. Ja, wir haben die zweite Starcoin übersehen. Die kann ja im Endeffekt dann nur noch da sein. Ja klar, aber haben wir das nicht schon nachgeguckt? Und waren enttäuscht, dass das nicht so ist? Gut, dann holen wir uns mal kurz einen Mini-Pilz in ein Pilzhaus in einer anderen Welt mit etwas Glück. Hoffe ich es auf jeden Fall. Ja. Das ist erfolgreich. Das war echt erfolgreich. Ich will einen Mini-Pilz. Na, vielleicht in der letzten Welt, weil es so seltenere Items sind. Ja, das wird's sein. Seltene Items. Und dann ist hier nirgendwo ein rotes Pilzhaus.
auch am Anfang. Huch. Schups. Ich hab das voll übersehen. Bitte. Mini-Pilz. Yes. Soll ich einen Tanuki haben? So als Ersatz? Nein! Ich will dazu jetzt irgendwie gerade nichts sagen, aber das war gemein. Gut, damit zahlen wir halt weiter unsere Münzen, damit wir hier rein können und Starcoins holen können. Ach Gott. Ach Gott, ich wollte doch gar nicht. Toll. Ach, da kriegen wir einen neuen Mini-Pilz. So, und diesmal vorsichtig. Und dann wollen wir zurück in die Schneewelt und die Schneewelt beenden. Denn uns fehlt echt nur dieses eine Level und ja. Wir haben hier auch ein Pilzhaus. Herzlichen Glückwunsch. Yo, it's a good time. Genau, da gehen wir jetzt rein und wollen uns diese letzte Starcoin holen, die uns noch fehlt. Und wir sollten vorsichtig sein, denn wir sind jetzt leicht verletzbar. Und jetzt zu sterben. Sorry, aber das wäre keine Option für mich. Nein, ich sagte keine Option für mich. Die sind auch viel zu leicht. So. Ich bin gerne neugierig, ob wir... ja, das so schaffen. So, wir lassen uns einfach hochfahren. Wir müssen ja ein bisschen nur bis zur Hälfte schaffen. Bis zur Hälfte war es ja nicht schwer. Ich will noch mehr Pflanzen. Ja, nö. Ganz gemütlich. Mir ist mein Fuß gerade eingeschlafen, Leute. Das ist kein gutes Gefühl. So. Genau. Das ist diesen Bummelkäfer auch noch da rein. So, und dann... es geht ja nur noch theoretisch hier. Wir waren hier echt nicht drin? Waren wir echt hier nicht drin? Ich dachte... wieso bin ich davon ausgegangen, dass wir hier schon drin waren? Kann mir das einer mal erklären? So, also ich denke mal nicht, dass man irgendwie sich sowas vorstellt, dass man da schon drin war. Nur wenn man wirklich schon... wie komme ich darauf, dass ich da schon drin war? Das ist so die Frage, die ich mir jetzt gerade stelle. Ich muss ja irgendeinen Grundgedanken haben, dass ich da schon drin war. Gut. Die zweite Reise der Fahrstuhlreise. Und der ganzen Scheiße. Ach ja. Und wir kriegen wieder Leben. Ich finde zwar ein bisschen übertrieben, dass es direkt hier drei Leben gibt, aber okay. So, und hier kriegen wir einen Stern. Frag mich, wenn wir den Stern später einsammeln. Ob wir dann auch mehr davon haben. Ich weiß, es war ein bisschen zu spät. Oh, das war ein bisschen viel zu spät. Kommt ja gar nichts mehr. Oh, ich dachte, hier kommt noch so viel und... dann haben wir es fast geschafft. So. Und dann wollen wir Reznor besiegen. Dann sehe ich, die Zeit ist eigentlich schon fast wieder um. Ach, herrje. So, meins ist besiegt. Zwei ist besiegt. Mein Gott, ist das... das ist lame. Ich sah Reznor noch nie als eine Gefahr an, auch wenn ich in Super Mario World damals Probleme mit ihm hatte. So! Wuhu, wir haben es geschafft! Wir haben Level... oh, ich meine Welt. Welt 4 haben wir komplett. Ich würde sagen, weil wir die ersten... vier Welten und die erste Special Welt Pilz komplett haben, werde ich jetzt zum Abschied dieses Parts, ja, ich muss hier nochmal reingehen, ein wunderschönes, neues, geheimes Level zeigen. Sternenwelt 1. Und ja,
Das sind die Sternlevel. Die Sternlevel unterscheiden sich, ja, minimal von den anderen. In der Hinsicht von wegen, dass, ich gerade nicht drauf komme, dass es eine ganz andere Münze gibt, die man sammeln muss. Seht ihr gleich, was ich meine? Wenn wir die erste sehen. So. Die Level sind vom Schwierigkeitsgrad her, ja, nicht unbedingt schwieriger geworden. Sie erinnern wirklich an die sechste Welt damals. So, und wir sehen, ja, es gibt hier, wunderschöne Sternmünzen. Und ja, oh Gott. Muss ich echt hier... Ich wollte gerade sagen, warum ist das nicht aufgegangen? Dankeschön. Es gibt Mondmünzen. Nennt man die so, Mondmünzen. Und in jedem Level, wer hätte das gedacht, gibt es wieder drei. Das ist also in der Hinsicht nichts Neues. Ich glaube, da war ein Leben drin, ne? Bin ich neugierig. Ne, da war eine Ranke. Oh je, wäre ja fast schief gegangen. Oh. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, wir sollen hoch. Oh. Okay. Okay. Rumsti-Bumsti, wir machen einfach. Wir machen jetzt alles zu Münzen. Wir bringen uns zwar selbst in die Gefahr, dass wir sterben werden. Wenn alles zu Münzen wird, weil... Das sollten wir unterlassen. Das sollten wir echt unterlassen. Wir müssen die ganze Plattform hier weghauen, dann ist es schon fatal. So. Hier aber... Kriegen wir nur sowas. Okay. Oh, wie kommen wir denn unten jetzt hin? Ich weiß wie. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt daneben haue. So. Nein! Warum waren da jetzt Münzen vor? Also feste Blöcke. Ich sehe schon das Ziel. Wir wollen nur einen Koopa wieder haben. Danke. Wir wollen nur einen verdammten Koopa wieder haben. So. Danke. Oh Gott. Das sollten wir echt unterlassen. Am Ende hauen wir uns hier noch den Boden raus und wir fallen in so ein kleines Loch rein. Aber es gibt so viele Münzen. Wir brauchen doch Münzen. Wir sind doch hier arm. Ich meine, hallo, guckt euch das mal an. Ba, ba. Wir können sogar die Starcon holen. Okay. So könnten wir sie theoretisch nicht mehr holen, weil ich glaube, das sind alles massive Blöcke. Ja. So, und damit haben wir ein Bonuslevel abgehakt. Und haben so in dem, ja, 20. Part jetzt hier in dem Spiel eine Welt abgeschlossen. Und die erste Bonuswelt. Im nächsten Part dasselbe Prozedere mit Weltpflanze. Dort fehlen uns noch. Huch. Haben wir alles eingesammelt? Hui. Ja, ich war hier noch nicht drin, deswegen. Tatsache, wir haben die Welt einfach komplett gemacht. Gut. Ich bin zufrieden, dass wir die Welt komplett gemacht haben. Gut, Welt 5. Da habe ich auch vorhin schon was gesehen, dass uns was fehlt. Nämlich hier fehlen uns zwei Starcoins. Hier fehlt uns eine, hier fehlt uns keine, hier fehlt uns keine. Keine, eine. Und ja, drei Level auf jeden Fall. Und natürlich, ein weiteres Bonuslevel. Deluxe. Bis zum nächsten Mal, Leute. Danke fürs Reinschalten. Und Masala Vista, Baby.